In Südafrika leben 50 Millionen Menschen. Und irgendwie scheint Politzer sie alle zu kennen. Auch Obi Oberholzer. Wir haben ja unter ganz anderen Voraussetzungen vor 10 Jahren auf der Starship mal zusammengearbeitet. Da bin ich mit dem Schiff hier um die Welt gefahren und Erwa wurde vom Stern geschickt als Fotograf. Und ich habe damals schon sehr aufmerksam beobachtet, wie er fotografiert. Er kreiert ja das Foto sehr viel mehr als ich. Ich bin ja Opportunist. Ich gucke mir an, was sich bietet und versuche dann irgendwie in bestimmten Ausschnitten, bestimmte Komposition festzuhalten. Und Obi ist ja jemand, der baut ja seine Bilder. Der malt sie, der baut sie, der macht er sehr viel mehr als ich. Deswegen macht er am Tag auch sehr viel weniger Bilder als ich. Aber wir haben eine sehr unterschiedliche Herangehensweise, aber beide funktionieren. Obi will die gesellschaftlichen Probleme Südafrikas in seinen Bildern zum Ausdruck bringen. Und Politzer will die Schönheit des Landes dokumentieren. Deshalb reiben sich die beiden aneinander. Und es wird genügend kritisch berichtet über Afrika. Es machen andere Leute ganz toll und ganz viel. Und deswegen waren meine ersten beiden Bücher positive Bücher, weil ich den Leuten sagen will, guck mal hier, ist überhaupt nicht zu spät. Guck mal hier, wie schön es noch ist. It's not too late. Wir können noch was machen, wir können noch was tun. Und ich schaffe Emotionen. Und Emotion ist die Voraussetzung für Verantwortung. Obi heißt mit richtigem Namen Petrus Cornelius Jacobus Oberholzer. Er wurde 1947 auf einer Farm am Rande von Pretoria geboren. Da er es im rassistischen Südafrika nicht aushielt, ging er in den 70er Jahren nach München. Und zwar an die staatliche Schule für Fotografie. Er hat für alle namhaften Magazine der Welt fotografiert. Seine Bilder sind weltberühmt und wurden mehrfach prämiert. Auch Politzer ist so beeindruckt, dass er überlegt, Obis Bilder mit in seinen eigenen Bildband zu nehmen. Und das ist natürlich auch ein Mutter, die steht vom AIDS und der hängt noch die letzte Minute. Sie ist gleich gestorben. Das Bild müssen, das weiß ich nicht, das würde ich gerne mit reinnehmen ins Buch. Hast du uns das gegeben, weißt du das? Vor 10 Jahren war er kein Fotograf. Der hat diese unheimliche Kackbilder gemacht. Jetzt macht er riesen Bücher. Von oben, von unten, von das. Ich finde das ein. Das ist ein, echt ein Preis. Du, Marco. Ja, yeah, what? Well done. No, I'm here with the master, man. Ein Meisterfotograf verehrt den anderen. Und Politzer reist weiter mit ganz neuen Ideen im Kopf. Er möchte jetzt mehr Menschen fotografieren. Und nicht immer nur Löwen, Giraffen, Berge, Wasserfälle und Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Aber die jungen Südafrikaner sind noch ein bisschen skeptisch. Auch wenn Politzer als Animateur ganze Arbeit leistet. Immerhin hat er auch eine ordentliche neue Händedrucktechnik gelernt. Ja, also die Uniform, das ist natürlich das Erste, was einem auffällt. Alle mit Schlips und weißem Hemd und die Mädchen mit Rock und in Grün. Das sieht schon ganz cool aus. Aber dann heißt es doch Back to the Roots für Politzer. Zurück zu den Wurzeln, beziehungsweise dem Sonnenuntergang am Meer. Viel schöner als der Indische Ozean kann diese Welt nicht sein. Und Politzer nimmt wie immer jedes Motiv mit. Jedes Foto, ein Dokument der überragenden Schönheit Südafrikas.